Heute ist der 19.10.2010 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, vor 132 Jahren, verabschiedet der Deutsche Reichstag das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie und legalisiert die Sozialistenverfolgung. Da kann man mal sehen, früher hatten die von der SPD nicht nur revolutionäre Gedanken, nee, die konnten auch schnell rennen. Die gibt's ja immer noch. Aber jetzt mal ehrlich, Sigmar Gabriel rennen sehen, kann ich mir nicht vorstellen. Und am 19.10.1913 wird die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG gegründet. In einem Hotel in Leipzig. Wahrscheinlich hatten die einen großen Pool, aber keinen Bademeister. Und zack, Badeunfall. Passiert jetzt nicht mehr. DLRG. So, Herr L aus A, also A für Agnesviertel, macht jetzt kurz eine Umfrage. Muss man eigentlich schon die Heizung anmachen? Ist es soweit? Oder kann man aus Trotz noch eine Woche warten? Wer hat die Heizung schon an? Mal kurz Finger hoch. Das ist denn für uns, das soll er bezahlen. Das können wir ja nicht bezahlen. Wer nicht? 3, 4 nicht, 5 ja. Also, Herr Legi, jetzt habe ich den Namen gesagt. Herr L aus A, Heizung an. Laura und Jens bieten an, Gassi zu gehen. Das sind zwei Teenager, die bieten an, Gassi zu gehen. Wenn also jemand einen Hund, eine Katze, ein Pferd oder einen Mann hat, der öfter mal in die frische Luft muss, meldet sich bei Patch22. Laura und oder Jens machen das für eine schmale Mark. Ausführen. Vielleicht auch abends weggehen, wenn man Mann loswerden will. So, auch heute gibt's wieder den Brettbeutel. Dankmas-CDs sind immer noch nicht alle, das dauert noch ein bisschen. Wir haben wieder einen Beutel gepackt mit frisch, fröhlich freien CDs. Ich weiß nicht, was drin ist, 6 Stück sind's. Wer will, irgendjemand? Keiner, der einen CD-Player hat? Na? CDs zu verschenken? Na? Fräulein, Sie werden begeistert sein. So, Dankmaß, Wundertöte für umsonst, ist weg. Gibt bestimmt morgen eine neue. So, Sudmann Architektur hat den super Tipp für alle, die bauen wollen oder renovieren oder anbauen. Es gibt nämlich auch ein Leben außerhalb des Baumarkts. Man muss so wissen, wie das geht. Und da helfen die Kurse von Sudmann. So, wie viele Wände so ein Raum hat, weiß man ja. Aber dann, so, ich rezitiere mal kurz. Viele Bauherren oder Menschen, die einen Umbau planen, stellen sich erst während des Bauens wesentliche Fragen, die ihnen vorher nicht mal bewusst waren. In der Eigendynamik des Bauprozesses führt das jedoch zu Verzögerung und jede Verzögerung zu immensen Mehrkosten. Je klarer Sie sich über die Wirkungsweise von Materialien und Elementen und die Elemente, die eine Atmosphäre ausmachen werden, desto weniger Überraschungen müssen Sie später erleben. Ich meine, läuft es sich jetzt besser auf Holz, auf Schiefer, auf Laminat, auf Stein, auf Fliesen, auf Blech, auf Fell, auf Knete oder auf Erde? Weiß man ja nicht. Und wo funktioniert dann die Fußbodenheizung besser? Also hier. Mal so einen Kurs mitmachen. Die finden übrigens statt im Designpost, das ist gegenüber der Messe. Da kann man sich auch viele Sachen schon live angucken, was ganz praktisch ist. Wer da mitmachen will, meldet sich bei Sudmann Architektur, wo ist das? Neusser Straße 16 oder meldet sich bei Patch22. Wir haben die Adresse und auch die Karte. Alles da. Wo ich mal hingehe. Also ich habe ja kein Haus, aber ich würde da hingehen. So, passend dazu sucht Stefanie immer noch eine Hobelbank. Hobelbank. Die Hobelbank kann auch gern alt sein, aber nicht zu teuer. Alles bis 100 Euro ist super und natürlich holt Stefanie die Hobelbank auch gerne selber ab. Die ist nämlich sehr, sehr stark. Ich habe die auch schon mal mit dem Schrank hier durchs Viertel laufen sehen. Hobel. So. Bitte meldet euch, ihr lieben Hobelbankbesitzer, die ihr nicht mehr hobelt. Wir wollen nicht die Späne, wir wollen die Bank. Steffi, Patch 22, melden. So, zum Schluss gibt es hier immer einen Tipp von meiner Oma. Die Gartensaison ist ja jetzt auch fast vorbei. Jetzt kann man sich wieder mit seinen Zimmerpflanzen beschäftigen. Und die wachsen besser und kräftiger, wenn man dem Gießwasser einige Tropfen Brennspiritus zufügt. Aber Vorsicht beim Gießen, da nicht rauchen. Das war's von mir.
wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch 22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir, ich sage es dem Viertel. Jeden Tag 16 Uhr vor der Agneskirche, wenn Markt ist, auch 12 Uhr hier. Samstags 14 Uhr vor der Agneskirche und jetzt noch mein Wettertipp, es fängt an zu regnen, Schirm aufspannen. Tschüss!